beginne immer mit Sonnenschutz und dann immer SPF 50. Kleiner Reminder an euch. Ich weiß nicht wieso, aber mein Handy hat gerade aufgehört zu filmen, als ich mir meine Foundation aufgetragen habe. Deswegen kommt hier so ein kleiner Zwischenschnitt. Die Foundation, die ich trage, ist die Luminous Silk von Giorgio Armani. Ich mag die echt super gerne, weil die auch immer erst so einen kleinen Glow hinterlässt und richtig schön auf der Haut sitzt. Dafür verwende ich immer so einen Kabuki Brush. Du kannst auch gerne ein Schwämmchen verwenden, aber wenn du eher zu öligeren Haut neigst, dann würde ich immer einen Pinsel verwenden. Aber wenn du den Glow magst, dann kannst du da gerne auch so einen Beauty Blender verwenden. Ich bin gerade momentan einfach so auf einem Pinsel hängen geblieben und da streiche ich das Ganze, arbeite das richtig schön ein und zum Schluss, kleiner Tipp, tupfe ich nochmal komplett drüber, wenn die Foundation noch nass ist und noch nicht eingezogen ist, die mit dem Pinsel erzeugt habe, dann auszugleichen. So, und jetzt hoffe ich, dass mein Handy nicht einfach random abdrückt. Ich habe es auch gerade erst in der letzten Sekunde gemerkt, wo ich Bronzer auftragen wollte. Aber jetzt geht's weiter. Dann kommt mein Lieblingsstep Bronzer, da kann man richtig schön das Gesicht modellieren. Ich habe eine neue Technik entwickelt, wie ich den auftrage, und zwar immer am Wangenknochen entlang hoch zu den Schläfen. Also nicht mehr unter dem Wangenknochen, sondern immer auf dem Wangenknochen. Das gleiche gilt auch für Blush. Das trage ich ziemlich weit unter dem Augen auf sogar, mag ich total gerne. Und das ist mein absolutes Lieblingsprodukt für die Augenbrauen. Habe ich Gott sei Dank in der Goodie Bag gehabt und werde ich euch sehr gerne im Anschluss auch verlinken. Das Beste für die Augenbrauen, was ich jemals hatte. Plus mein Lidschatten hat sich auch ein bisschen geändert. Ich ziehe hier im Augeninnenwinkel den Lidschatten bis runter. Dafür verwende ich den Bronzer, den ich vorhin verwendet habe, damit das Gesicht einfach einheitlich wirkt. Und dann ziehe ich auch den Lidschatten den Schläfen entlang hoch, damit du einfach so einen richtigen Cat-Eye-Look hast. Das alles nach oben ziehen und da hast du dann so einen gelifteten Effekt. Den mag ich total gerne. Dann kommt noch ein bisschen Augenbrauenstift und noch ein bisschen Schimmer-Lidschatten. Ziemlich basic. Verwende ich einfach super gerne so neutrale Töne. Was auch ein absoluter Gamechanger ist und einfach nochmal das Ganze bestärkt, sind halbe Wimpern einfach so am äußeren Ende rankleben. Die machen so einen krassen Unterschied. Du musst da auch keinen Eyeliner ziehen oder so. Die verdunkeln das Ganze schon. Und dann mein Lieblings-Lipliner und meine neue Errungenschaft. Der Phantom Gloss von Hourglass ist super, super toll. Ich mag den Look einfach total gerne, wie er sich auf den Lippen anfühlt. Und dann ganz zum Schluss noch den Airbrush Spray von Charlotte Tilbury. Richtig toll, macht eine richtig smoothe, ebenmäßige, glatte Haut. Und das ist auch schon mein fertiger Look. Yep, das war's dann auch schon. Das ist so mein Daily Make-up, was ich mache, beziehungsweise was ich auch intensiviere, wenn ich jetzt Shootings habe oder einen Dreh habe. Dann kann ich natürlich die Augen dann dementsprechend ein bisschen dunkler oder heller machen oder ich lasse auch die Lashes dann einfach im Alltag komplett weg. Aber ich finde, es sieht einfach richtig geil aus, wenn man einfach die Wimper in der Hälfte... Heute habe ich echt einen Sprachfehler. Es tut mir echt leid, aber ich habe es schon beim Aufstehen gemerkt, wo ich das, den ersten Call hatte. Also wenn man die Wimper zur Hälfte halbiert, in der Hälfte... halbiert und dann einfach nur das Ende... aufs Ende klebe. Ihr wisst, was ich meine. Ey, gib's auf. Aber ich habe sie eh im Video gesehen. Und jetzt filme ich euch noch ganz schnell die Produkte ab, die ich verwende. Und das ist ja mitunter mein absolutes kleines Baby geworden in den letzten Tagen. Das macht so ein schönes Hautbild. Ich mag es auch super gerne, den Creme Blush auf Puderprodukten zu verwenden, weil wenn ich nur Cremeprodukte verwenden würde, dann würde das Gesicht echt speckig wirken. Aber dadurch, dass jetzt nur eine Komponente dabei ist, die cremig ist, dann sieht es echt glowy und schön aus. Und das macht einfach so ein richtig schönes, ebenmäßiges Hautbild noch. Also keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Davon werde ich mir nochmal die große Flasche holen. Die ist echt richtig gut. Ja, und bevor ich mich jetzt noch mehr verhaspel beim Sprechen, werde ich euch jetzt die ganzen Produkte abfilmen. Some say you will love me one day, and I will wait for you to catch you.
Wenn wir schon ganz kurz beim Thema Fibos sind, habe ich hier so mein kleines Anniversary, denn ich bin jetzt zum 10. Mal insgesamt, das muss man sich jetzt echt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, zum 10. Mal auf der Fibo. Was ist los, Maus? Hä? Komm her. Hi. Zum 10. Mal auf der Fibo, also insgesamt 10 Jahre bin ich da schon dort. Jedes einzelne Jahr, kein einziges Mal ausgelassen. Auch mit Krankheit und unschönen Dingen, die da auch in der Vergangenheit passiert sind, bin ich immer zu Fibo gegangen und habe mich da einfach immer erfreut dran, euch zu sehen. Und das war immer auch ein Highlight von mir, ein Highlight vom gesamten Jahr, dass ich da euch jetzt nicht nur virtuell sehe, quasi so über die ganzen Kommentare oder über die Nachrichten, die wir schreiben, sondern auch mal in real life. Und wenn ich das so das ganze Revue passieren lasse, wie das begonnen hat auch und ja, wie es so meine ersten Fibo-Zeiten waren versus jetzt mittlerweile, sind da einfach Welten dazwischen. Und ich habe euch da vor ein paar Tagen auch ein Video hochgeladen von meiner, oder einer hochgeladen von meiner, oder einer von meinen ersten Fibos zu jetzt, Stand jetzt, Stand 24. Und das zu sehen ist schon echt was Besonderes. Da bin ich auch, muss ich gestehen, echt stolz auf mich, was ich da so gemacht habe auch in den letzten paar Jährchen, was ich da alles erlebt habe und gereist und euch kennengelernt und Menschen generell kennengelernt und in mein Leben gelassen. Und das ist schon echt was ganz Besonderes und das ist jedes Jahr mitunter etwas, auf was ich mich freue, so wie ich auch auf diese Fibo. Ich werde da wieder bei Biotech USA sein. Da freue ich mich auch mega drüber. Das ist ja auch so mein kleines Highlight, weil das mitunter auch einer der schönsten Stände immer schon gewesen ist. Also ganz am Anfang war ich ja bei einem anderen Sponsor und habe da immer so ein bisschen neidisch hingeguckt und habe mich da auch immer so gefreut für die Mädels, die dort waren, weil es einfach ein schönes Klima war und alle haben gelacht, alle hatten Spaß und es war einfach toll. Und ja, jetzt bin ich seit 8 Jahren, glaube ich, was, 7, 8 Jahre mittlerweile auch dort und das ist einfach, ja, ein Hammer. Also ich freue mich, wie gesagt, euch alle dort zu sehen. Falls ihr dort seid auf der Fibo, kommt da gerne vorbei. Ich glaube, das ist mitunter wieder dieselbe Halle 10.2 bei den Supplements. Wir stehen diesmal aber ein bisschen außerhalb, also nicht mehr ganz so in den Trubel. Das war ja jedes Trubel, das war ja jedes Jahr immer super laut, super voll. Man konnte sich fast nicht bewegen und diesmal wird es so ein bisschen entspannter, weil wir ein bisschen abseits stehen und auch von der Musik her, man kann sich wieder unterhalten und da freue ich mich auch mega drüber. Also komm da gerne vorbei, lern mich gerne kennen, ich lerne dich gerne kennen. Vielleicht sehe ich dann auch wieder bekannte Gesichter, die mich jedes Jahr besuchen. Würde ich mich mega freuen drüber. Und ich glaube, ja, Nala will jetzt langsam rausgehen mit mir, ne? Eine Stunde Wald ist einfach nicht genug. Deshalb ist eben die Female Company so bekannt und so beliebt bei euch. Und zwar, weil die Unterwäsche nur 1 Millimeter dicker ist als normale Unterwäsche. Also du merkst halt nicht, dass du da irgendwie ja irgendeine Einlage hast oder das irgendein Windelgefühl oder so. Absolut gar nicht. Fühlt sich an wie normale Underwear mit 8 bis 12 Stunden Tragedauer, ohne Nässegefühl. Die haben eine extrem starke Saugkraft. Da läuft auch gar nichts aus. Also die sind qualitativ so hochwertig, dass du die auch einfach ganz hygienisch waschen kannst. Und das Tolle und das Besondere gerade, und das möchte ich hervorheben, sind non-toxic und ohne Biozide, wie es eben bei anderen Firmen auch der Fall sein kann. Du hast nämlich da unten Schleimhäute, die alles, was du da unten aufträgst oder was du da ja anziehst, einfach mit aufsaugen. Und deswegen sind auch Tampons nur auf eine spezielle Tragedauer reduziert, weil Bakterien eben da auch super schnell eindringen können bzw. sich ausbreiten können. Deswegen kannst du da auch, ja, Pilze.